Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, es ist schon eine ganz schöne Weile her, dass ich das Spiel das letzte Mal gezockt habe, aus zeitlichen Gründen. Wir waren dabei, einen Paladin zu finden, der eine magische Erzlieferung zum Schloss da bringen wollte. Die ist aber nicht wirklich angekommen. Und ich gucke gerade nochmal auf die Karte, wo wir jetzt genau sind. Okay, wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, sind wir wieder bei der Burg. Das heißt, wenn wir uns jetzt ein bisschen links halten, müssten wir... Ja, das ist eigentlich schon so gut wieder... das sind wir eigentlich schon wieder bei der Burg. Okay. Also da lang. Ach, na, sieh mal an. Was wäre das denn jetzt? Kommst du jetzt hier hochgelaufen oder was? Ja, wo mag dieser Paladino sein? Das ist natürlich eine gute Frage. Es wird jetzt natürlich auch immer dunkler. Ich sehe bald gar nichts mehr. Was ist dieses Vieh jetzt schon wieder? Komm, der ist jetzt echt hochgelaufen oder was? Ach, da ist ja schon die Burg. Ha. Ist der Paladin jetzt doch bei diesen schwarzen Goblins da drauf gegangen? Und bei den Feldräubern? Also wenn ich jetzt weitergehe, bin ich ja quasi schon wieder bei der Burg. Und er muss ja irgendwie auf dem Weg zur Burg verreckt sein. Ha. Nehmen wir das erstmal wieder mit. Verdammt. Wo ist der Typ? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich in dieser Folge die erste von drei Minen abhaken kann. Ja, super. Also hier ist jetzt wieder... Ha. Ist unter uns was? Der muss eigentlich... Was ist das denn? Eine Fleischschwanze? Die ist aber ein bisschen groß. Ha. Wo sind denn jetzt nochmal die Goblins? Die waren, glaube ich, da oben. Wo ist dieses Vieh von eben? Mal gucken. Das hier sieht doch schon mal ein bisschen vielversprechend aus. Wie so ein provisorisches Lager. Aber hier ist weder eine Leiche, noch ist hier irgendwie magisches Erz. Verdammt, ich fürchte, der ist irgendwie bei den Goblins da drauf gegangen. Der Typ wollte einen Umweg gehen. Aber einen anderen Umweg, den kann man eigentlich gar nicht gehen. Ein anderer Umweg macht keinen Sinn. Oh oh, ich fürchte, wir werden uns mit den schwarzen Goblins und den Feldräumer da anlegen müssen, die uns ja mächtig abgezogen haben. So, Moment, aber hier lief doch irgendetwas gerade rum. Das hat uns doch schon sehr freundlich angeknurrt. So, das Vieh, das versuche ich mir mal zu holen. So, da musste ich gerade einen überraschenden Cut machen, weil ich einen Anruf bekommen habe. Ja, typisch im Leben eines Let's Players, da wird man
wochenlang nicht genervt und sobald man auch nur einmal 5 Minuten am Aufnehmen ist, sofort klingelt das Telefon, sofort stürzen sich alle auf ein, wenn man ein einziges Mal was aufnimmt in der Woche. Ja. So, ich wollte hier mal gucken, was das denn hier für ein Vieh war, was mich hier eben so... Ah, eine Sumpfratte. Ach komm, die Sumpfratte, die schaffen wir so. Hier, komm her. Ja, hält sie wohl vorher ganz stark, hä? Ja, du kannst nix. Scheiße, scheiße. Oh, der hält viel aus. Ja, du kannst nix. Sumpfratte. Sowas verspeise ich doch zum Frühstück. Scheiße, mach mich fertig. Mach mich fertig. Kritte. Kritte. Komm schon, Kritte. Jetzt Kritte doch. Nein! Komm schon. Komm schon. Nur noch ein paar Schläge. Ja, das war zum Glück überhaupt nicht knapp oder so. Da bin ich ja ganz beruhigt. Hier, du Fleischschwanz, ich muss ja Frust ablassen. Verdammt. Komm her. Komm her. Schon. Ja, ja, da guckst du was. So. Warte mal. Schlucken wir mal das hier. Das können wir noch schlucken. So viel haben wir gar nicht mehr. So. Tja, ich würde mal sagen, der Paladin mit seiner geilen Erzlieferung kann eigentlich nur noch da oben sein, bei den schwarzen Goblins und den Feldräubern. Das Blöde ist, wie komme ich jetzt dahin? Kann ich diesen einen Feldräuber da vielleicht schon mal wegpullen? Das wäre ja schon mal ein Anfang. Na komm. Komm. Put, 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 put. Na komm. Wow. Okay, komm her. Lol, wo willst du denn? So, Kollege, dich mach ich fertig hier. Ja, da staunst du was. Ich bin da ein bisschen besser geworden, ne? Ja, nicht hinterm Baum verstecken, du kleiner Lutscher hier. Zack. So. Da ist nichts zu holen. Die Leiche von dem Typen muss da oben sein. Hm, hier ist soweit nichts mehr. Okay, fressen wir mal hier noch schnell ein paar Pflanzen. Ja, ich weiß, daraus können wir uns tolle Tränke machen, aber ich habe jetzt gerade echt nichts anderes. Ich sehe hier auch gar nichts. Moment, ich versuche mir mal einen besseren Überblick zu verschaffen. Und hopp. So. Warte, wie konnte ich nochmal schleichen? Genau so. Schade, ich hätte echt gedacht, dass sich der Typ in dem Turm da verschanzt hat. So, ich sehe noch 2 Feldräuber. Wo sind denn die schwarzen Goblins? Oder waren die weiter oben? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Sind hier nur Feldräuber? Ach, ich glaube, die schwarzen Goblins mit den Feldrummern, die waren da oben ein bisschen höher. Kurz vor diesem Banditenlager, was wir ausgenommen haben. Stimmt, die waren doch bei so einer Höhle. Okay. Dann würde ich mal sagen, speichere ich mal. Und dann wollen wir die Bude mal hier ein bisschen auseinandernehmen. Riesenratte, ja komm, die kann nix.
Und go. So, Skelett. Let's go. Alter, nicht alle auf mich hier. Drei Riesenratten. Da kommt Skelett, die Master. Sehr gut. Alles klar, Skelett, machen Abgang. So, das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Was haben wir hier? Riesenratte, Feldräuber, noch eine Riesenratte, noch ein Feldräuber. Da ist nichts zu holen, nichts zu holen. Drei Riesenratten, zwei Feldräuber und hier war doch auch noch irgendwas. Noch eine Riesenratte. So, komm, hier muss er doch sein. Ein Trank. Kavalons Lederbeutel? Aha. War das zufällig der Paladin? Ein Bett. Eine Truhe, komm. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Ach, scheiße. Okay. Lol. Ein Paladin. Oh komm, das bist du jetzt, oder? Das bist du jetzt. Halt! Im Namen Inos. Ich bin Markos, Paladin des Königs. Sag, was du willst und sprich wahr. Ein erwählter Inos spricht immer wahr. Verzeih mir, ehrwürdiger Magier. Ich habe nicht erkannt, mit wem ich spreche. Ja, schon gut. Wenn mir die Frage gestattet ist, was verschlägt dich in diese Gegend? Ja, ich suche dich, weil du bist doch der von der Mine, wo ich wegkomme, mit dem Erz abgehauen ist, ne? Das bist ja du, denke ich mal. Ich komme von Garond. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht. Sag Garond, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Ork-Angriffe zu heftig wurden. Ja, das sehe ich. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind 4 Kisten. Geh zu Garond und berichte ihm das. Sag ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Er soll mir Unterstützung schicken. Ich werde es ihm ausrichten. Alles klar, dann haben wir schon mal die erste von 3 Minen abgehakt, würde ich sagen. Das freut mich sehr. Wie ist die Lage? Ich harre aus. Und ich hoffe, Garon schickt mir bald die Unterstützung. Ja, keine Sorge, ich teleportiere mich gleich zurück zur Burg, das können wir ja. Was ist denn hier deine? Wow. Spruchrolle. Alles glitzert, eine Truhe. Ein edles Bastard-Shit. Moment. Ja, komm schon, mach die Tür zu. Schon, mach die Tür zu. Ich will hier ungestört mich mal drin umsehen. So. So, was hat der denn hier alles so versteckt? Die Spruchrolle, das ist ja eher was für mich, ne, als Magier. Der Trank auch. Dieses komische Glitzerzeug ist sicherlich sein Erz. Ein edles Bastardschwert. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Naja gut, hier sei sein ganzes Glitzergedöns kann er behalten. Naja, hat er ja ein nettes Versteck gefunden. So, Kollege, dann passt du mal auf das Erz von Mine Nummer 1 auf. Ich klapper währenddessen die anderen beiden mal ab. So, gerade noch was zu snacken. Ja komm, diesen Erfolg speichere ich nochmal gerade. Jetzt wollte ich gerade nochmal gucken, wo sind denn nochmal diese anderen beiden, ja klar. Diese komischen schwarzen Goblins waren jetzt echt hier weiter oben? Habe ich mich hier nur vertan? Ach du Scheiße. La 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 la. Ja, das war da oben. Definitiv. Kommt's jetzt runter? Hallo? Na, egal.
So, dann machen wir mal einen Abgang, würde ich sagen. Moment, das nehme ich hier noch mit. Haben wir überhaupt Mana? Nein, natürlich nicht. Oha, unser letzter kleiner Mana-Trank. So, dann züge ich mal hier meinen netten Teleportstein. Da wollen wir nicht hin. Zur Burg, die Nummer 7. Alles klar, dann wollen wir uns mal teleportieren. Ach, hier kommen wir da raus. Hammergeil. So. Dann blicke ich mal noch gerade mal schnell auf die Karte. So, dann haben wir die Mine oben links also abgehakt. Da waren wir und wir haben den Paladin gefunden und wissen, wie das mit der Erdsituation aussieht. Also die Mine oben links ist abgehakt. Fehlen noch zwei, die wir abklappern müssen. Dann können wir erstmal wieder zurück nach Kurinus und sagen, wie es hier im Minental aussieht. Zu den beiden da unten. Da kann ich eigentlich auch einfach hinschwimmen prinzipiell. Wenn ich den Fluss Richtung Süden nehme, obwohl das ein Wasserfall ist. Na, mal gucken. Das sehe ich ja schon, wie ich das mache. So, wie viel Blaufliedern haben wir noch? Auch nicht mehr so viele. So, dann würde ich mal sagen, holen wir mal den guten Chef hier aus dem Bett und berichten ihn mal von Mine Nummer 1. Wo war der denn nochmal? War der hier unten? Moin. Ich habe Markus getroffen. Und? Was hat er zu berichten? Wie viel Erz stellt er uns zur Verfügung? 4 Kisten. Er hat die Schürfstelle verlassen, um das Erz in Sicherheit zu bringen. Jetzt bewacht er die Kisten in einem kleinen Tal hinter den Reihen der Orks. Allerdings verlangt er nach Unterstützung. Was? Nur 4 Kisten? Und er hat seine Schürfstelle verlassen? Verdammt, das ist nicht gut. Und jetzt verlangt er auch noch mehr Männer? Na schön, ich werde ihm 2 Leute schicken. Ja, okay. 2 Leute? Naja, okay. Du machst das schon. Schick du mal da 2 Paladin oder was weiß ich was hin. Ich würde ehrlich gesagt hier jetzt gern mal kurz pennen, glaube ich. Können wir bei dem Magier irgendwie kurz mal knacken eine Runde? Bett? Bett? Nein? Guten Tag. Auch kein Bett, was ist das denn hier? So, dann will ich mich nämlich mal direkt zu Mine 2 aufmachen. Mein Plan ist es, ja, genau nochmal dasselbe zu machen. Ich schwimme einfach so weit, wie ich komme und den Rest laufe ich. Da müsste ich eigentlich zur rechten unteren Mine kommen zuerst. Moment, hier wollte ich jetzt gar nicht hin. Hier muss doch irgendwo ein Bett sein, das gibt's doch nicht. Hä? Wie komme ich denn? Ach, hier geht's nach oben. Ach ja. So. Ach, er hat hier ein Privatzimmer, natürlich. Ach, wisst ihr was, leckt mich doch, dann gehe ich eben bei Nacht, ist mir auch egal, dann sehe ich halt nichts. Dann sehe ich wenigstens nicht, wie ich elendig krepiere. So, wie viel Gold habe ich eigentlich? 309. Das ist jetzt nicht so wirklich viel. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen Proviant gebrauchen, wenn ich die Minen jetzt in einem Mal abklapper, die beiden da unten. Da brauche ich eigentlich noch was für. Hey. Wie, du verkaufst mir nichts? Was ist denn hier?
Hallo, ich brauche Vorräte. Ich bin hier euer Meistermagier. Da fällt mir was ein. Hatten wir nicht noch ein bisschen Rohstahl? 8 Rohstahl. Der Typ hat ja gesagt, während die anderen pennen, können wir das hier so ein bisschen benutzen, ne? Naja, dann machen wir es doch mal gerade. Ne, ich meine, wo man hier jetzt mal gerade so die Gelegenheit dazu hat. So, was muss ich denn danach machen? Hier? So, gewöhnliche Waffe. Edles Langschwert. So, hiermit nichts, oder? Womit denn? So, dann wollen wir mal hier ein bisschen schmieden. So. Erzwaffen können wir ja nicht schmieden. Ich glaube auch, das werden wir... Ja, weiß ich nicht. Ob ich das als Magier angehe... Ich meine, man kann ja hier nicht alles erlernen. So viele Trainingspunkte gibt es ja gar nicht. So, komm. Eine geht noch, dann haben wir die Hälfte unseres Rohstahls schon mal hier verballert und dann mache ich mich aber auch wieder auf den Weg. Mal gucken, das wird noch ganz lustig mit den Drachen. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan, wie wir die Drachen besiegen können. Ich meine, ich habe es ja schon mal in einer Folge erwähnt. Die Drachen sind ja magieimmun und deswegen ist es perfekt, dass wir den Weg eines Magiers gegangen sind. So, wollen wir hier runterjumpen. So, wie gesagt, ich sehe hier sehr viel. So. Dann wollen wir einmal wieder speichern und dann machen wir den Runner. Mal wieder. Kommt ja zum Glück überhaupt nicht häufig vor, dass wir vor unseren Gegner einfach feige wegrennen. So, wo müssen wir denn hin? Tja, prinzipiell einfach geradeaus ins Wasser und dann von uns aus gesehen nach rechts schwimmen, so weit wie es geht. Da müsste eigentlich so ein Wasserfall kommen. Dann noch ein bisschen weiter und dann müssen wir bei der rechten unteren Mine sein. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen... Oh Mann, ich will nicht, ey. Ah, das schaffe ich doch niemals, ey. Ja, super, da sind schon die ersten Orks. Okay, komm schon. Komm schon. Einfach gerade durch. Komm schon. Komm schon. Nein! Alter. Ja, das hat schon mal super funktioniert. Wie bin ich letztes Mal hier rausgekommen? Ach, natürlich. Ich habe mich doch zum Pass hier teleportiert. Ach, na klar. Ich schlingel. Ich habe doch einfach hier den anderen hier genommen. Hier, Teleport zum Minental hier, die 6. So, das habe ich einfach gemacht. So, wo muss ich jetzt lang? Moment, ich bin hier. So, stimmt, ich bin ja letztes Mal auch nicht aus dieser verkackten Burg rausgekommen und musste mich ja hier zurückporten zum Anfang. Laufe ich jetzt richtig? Ich glaube ja, oder? Genau. Einfach nur ein bisschen weiter geradeaus laufen, bis ich zum Fluss komme und dann heißt es eine Runde schwimmen. So, go, go, go. Ich glaube, als ich das erste Mal Gothic gespielt habe, habe ich da... Also, da bin ich auch als allererstes zu der Mine oben links gegangen. Das weiß ich noch. Aber ich glaube, ich habe diesen Paladin gar nicht gefunden. Also, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Ich glaube, ich bin da einfach eiskalt dran vorbeigelaufen und habe es nicht gecheckt. So, genau. Da müssen wir lang schwimmen. Das müsste... Ist das derselbe Fluss?
Ich frage mich auch, was das für ein schwarzer Turm ist eigentlich. Also Zardas, der ist ja woanders, ne? Der hat ja seinen eigenen schwarzen Turm. So, wie bin ich denn hier letztes Mal elegant runtergekommen? Habe ich den Sprung hier geschafft oder bin ich da verreckt? Naja, probieren geht über Studieren. Geronimo! Jawohl. So. Kann ich jetzt hier einfach lang schwimmen? Ist das der richtige? Ja. Hier schwimme ich jetzt einfach bis zum Ende durch. Mal gucken, wie weit ich komme. Ach du Scheiße, da sind schon die ersten Lurker. Ich hoffe, ich schwimme schneller als die. Guten Tag. Nein, ich bin nichts zu fressen. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin nur ein Tourist, ne? Ihr braucht gar nicht so zu gucken. Nein, ich schmecke auch nicht. Alter, geh weg. Charakter, könntest du dich bitte ein bisschen beeilen? Komm schon. Schwimm. Sehr gut. Was ist das denn da für ein riesiger... Alter, sind die schnell. Okay, ich versuche Kurven zu schwimmen. Die schwimmen schneller wie ich. Das ist doch ein Scherz. Verdammt, ich muss sie irgendwie abhängen. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Schwimm, schwimm, schwimm. Fuck. Verdammte Axt, die schwimmen schneller wie ich, die Mistviecher. Okay. Okay. Okay, die Strategie vom letzten Mal scheint nicht so ganz zu funktionieren. Diese Mistviecher von Lurker schwimmen schneller wie ich. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich muss die irgendwie umkurven. Okay, Moment, dann versuche ich... Ah, da sind natürlich die Orks. Das ist natürlich super. Okay, es hilft nichts. Ich werde mich ihnen stellen müssen, fürchte ich. Okay, komm, Goblin-Skelett. Komm, Lurker. Wir versuchen dich jetzt hier einzeln zu pullen. Skelett, warte. Der kommt gleich. Okay, jetzt Skelett. Go, go, go. Alter. Skelett. Skelett. Okay, Skelett, ich helfe dir. Jawohl, sehr gut. Da ist nichts zu holen. So, das war Lurker Nummer 1. So, erstmal ein bisschen Heiltrink hier schlucken. So. Dann einmal kurz speichern und dann versuchen wir das gleiche. Einfach nochmal bei Lurker Nummer 2. So, Kollege, du müsstest ja da eigentlich genau stehen. Ja, mit sowas hast du hier nicht gerechnet. Komm schon, Skelett. Skelett, lock ihn bitte nicht ins Wasser. Oh, Skelett, du verpisst dich jetzt mal. Alles klar, okay. Die beiden haben wir ausgeschaltet. Wir haben auch keinen Schaden genommen. Ah, unser Mana sah schon mal besser aus. Moment, was gibt denn noch Mana hier eigentlich? Mana-Bonus 10. Ja, leck mich am Arsch. Das ist ja mal ordentlich. So.
So, da wir die beiden Lurker ausgeschaltet haben, müssten wir jetzt eigentlich in Ruhe weiterschwimmen können. Weil was anderes hat uns ja nicht behindert. Genau, wir schwimmen einfach ein ganzes Stück weiter an der Burg vorbei, zum Wasserfall, jumpen darunter und sind dann bei der Mine unten rechts. Das ist der Plan für die nächste Folge. Also, haut rein, Leute. Ciao.